Wir waren doch hier am Strand und haben auf die Leute gewartet. Guck, jetzt haben wir sogar Fähigkeit 2 erreicht. Was ist das? Ach, jetzt auf einmal kommen die ganzen Leute. Okay, verstehe. Bist du eine Meerjungfrau? Nee. Du auch nicht. Schnell, hol dir die Muschel. Bist du... Was bist du? Bist du ein normaler Mensch? Okay, ein normaler Mensch. Was bist du? Oh, ein Muschelhorn für 130. Voll cool. Noch mehr. Ja klar. Ja klar, jetzt kommen die alle, ne? Okay. Ihr geht bitte jetzt nicht alle auf einmal trinken, wenn das in Ordnung ist. Wer bist du denn? Wir gucken mal. Keine Meerjungfrau. Bist du eine Meerjungfrau? Nein. Du auch nicht. Du auch nicht. Und du auch nicht. Ihr seid alle voll unmeerjungfrauisch. Wo sind wir? Hallo? 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 Ah, wir, genau. Wir gucken euch zu. Wir sind Geheimagenten, die hier den Strand besichtigen. Ja, so nebenbei. Wir waren die ganze Zeit nicht im Dienst, ja? Nur weil wir... Aber wir waren noch hier an dem Strand, ne? Ist voll unlogisch. Voll gemein. Gemein und unlogisch. Ja. Ja, es hängt mal wieder und ich liebe es, wenn es hängt. Ja, ich mag es. Ich mag es wirklich. Ja. Automatisch. Laufen. Noch mehr Leute, was ist das? Einkaufen. Klar, können wir machen. Dann kaufen wir dir ein paar Schokoriegel und so. Von unserem Gehalt, wenn hier nicht noch jemand ertrinkt. So viele Leute. Und niemand will ertrinken. So schlimm. Ah. Wie ich diese Lex doch hasse. Ich mag sie nicht. Ich habe mich geirrt. Guck mal, ich habe nur 30 FPS. Schlimm. 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 Ist jemand im Wasser? Nicht, dass ich jetzt jemanden ertrinken lasse. Ja gut. Ja, das ist toll, was ihr hier macht. Ja, wollen wir uns... unsere Charisma-Fähigkeit. Welche Fähigkeiten haben wir denn bis jetzt? Bestimmt nicht viele. Denke ich mir mal. Lex ohne Ende. Ah, es geht was. Toll. Aha. Ja, mein Wasser, wir können jetzt nicht reden. Wenn die ertrinkt, sind wir schuld. Hat die Kind? Nein. Boah. Kommen wir endlich später. Ja, genau. Lupita ist unsere beste Freundin. Wir müssen sie unbedingt unter Wasser treffen. Oh, hör auf! Ah, wir beobachten wieder. Jemand am Ersaufen. Ah, nö, da ist aber jemand im Wasser. Und es leckt schon wieder. Jede dritte Sekunde fängt das wieder an zu lecken. Das ist voll cool, das will jeder. Ja. Ja, genau. Also Leute, sagt mir doch, was ihr an meinen Legs so toll findet. Sie sind schön, sehen gut aus. Ja, was wollt ihr mehr? Ist doch toll. Wir wollen tauchen und essen und alles Mögliche. Uns geht's ziemlich schlecht, aber ich möchte tauchen. Wo ist eigentlich das Einkaufszentrum? Aha. Egal, wir müssen auf den Strand aufpassen. Nicht wir, aber trotzdem. Nicht so ganz wir. Ja, beeil dich.
Nur noch ein paar Minuten. Wenn diese Lecks nicht alle 3 Sekunden wären, wären wir schon fertig mit diesem Tag und liegen jetzt im Bett. Ja, genau. Ich bin so blöd. Ich weiß, was ich hier sehe. Ein Grill. Wir hätten die ganze Zeit essen können, weil hier doch eh nie jemand trinkt. Abendessen, Samin. Tofu-Hotdog. Bitte aufhören. Bitte aufhören. Du möchtest jetzt essen. Ist doch egal, ob die ertrinken. Dann ertrinken sie eben, ne? Ist doch egal, du hast Hunger. Du gehst jetzt essen. Ja, dann können wir nämlich noch joggen gehen. Joggen was, aber ich... Dann können wir nämlich noch tauchen bis ganz spät abends und alle Meerjungfrauen aufsuchen und uns mit ihnen befreunden. Ja, ich mag Meerjungfrauen, ja. Das merkt man vielleicht nur so ein bisschen. Nein, Schatz. Ich mag sie wirklich. Am liebsten wäre ich eine. Ja, dafür sorge ich bald keines Sorge. Hier wird keiner mehr trinken. Guck mal, die schwimmt jetzt an Land. Die zwei spritzen sich. Glück. Noch 10 Sekunden. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ey! Bei 5 ist schon wieder der Lag. Ist doch toll. Diese Lags sind so cool. Mhm, mhm. Yeah, nein, Schatz. Aber jetzt die Arbeit endgültig zu Ende. Guck, 17.55 Uhr. Arbeit ist zu Ende. Hem, hem. Wir gehen gleich unter Wasser tauchen. Nachdem sie gegessen hat. Es war ein schöner Arbeitstag. Koch doch mal schneller. Ja. Kartensicht M. In Ordnung. Hier sieht man wieder, dass Lags scheiße sind. Genau, Lex. Hörst du, was wir von dir denken? Genau. Genau das denken wir von dir. Dass du scheiße wirst. Ja, genau das denken wir. Du gehst dann bitte, dein Haus steht ja da. Dann kannst du ja hier noch tauchen. Schneller. Schneller. Nom, 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 nom. Ja, ja. Ist doch schnell leer. Was ist denn schon jetzt wieder passiert? Ihr könnt gerne es in die Kommentare schreiben. Leck! Guck mal, hier wird das bewegt sich sogar noch, ne? Hier oben diese Wolken. Ah, der Bildschirm bleibt einfach hängen. Ist. Toilette kannst du auch unter Wasser machen. Hehehe. Das kriegt schon keiner mit. 2 Sekunden. Piesel, dein Zimmer muss mal in 2 trinken. Zell amüsiert sich prächtig und vergisst den Alltagsstress. Es ist ein tolles Gefühl, wenn dein Wunsch sich erfüllt, wegen erfüllten Mut. Nichts ist komfortabler als eine gute Sitzgelegenheit. Je gemütlicher, desto besser. Los! Ab zum Tauchplatz. Wir warten schon hier am Tauchplatz auf dich. Ach, da kommt schon wieder ein Hai, das ist toll. Wo muss man da denn lang fahren? Ach, die ist erst nach Hause gefahren. Ja, das ist natürlich unlogisch. Du kannst auch unter Wasser pieseln. Du kannst auch total lang wach bleiben. Hauptsache, wir finden eine Meerjungfrau. Ich habe auch gehört, dass man unter Wasser Schätze finden kann. Dann tauch mal ab, bitte. Los, tauch! Tauch! Runter mit uns, unter Wasser! Yeah! Was ist das? Muschel finden. Ich weiß. Was ist das? Betracht mal das. Wo sind denn hier unsere Meerjungfrauen? Wir wollten noch mit einer Meerjungfrau sprechen.
komm noch zu uns. Warte. Kein. Ach man, stimmt ja, das ist unlogisch. Man kann nicht. Was ist das? Erkunden. Oh cool. Was ist das? Im Bistro nach Tauchjob suchen. Irgendjemand muss doch Verbindung für dein Sim mit Fähigkeiten in der Unterwasserforschung haben. Dein Sim möchte nachsehen, ob das Bistro Tauchgelegenheiten anbietet. Cool. Das brauchen wir nicht und das auch nicht. Was haben wir noch? Muschel finden. Okay, finden wir schon irgendwann. Los, rein da. Komm. Okay, wir warten jetzt und gucken weiter. Und du erkundest so lange deine Höhle. Meerjungfrau. Zirkeltraining. Von deinem Fitnesstrainer weißt du, dass unterschiedliche Trainingsmethoden nötig sind, um auch wirklich jeden Muskel zu dehnen und auszubilden. Variiere deinen täglichen Workout, indem du vor dem Fernseher oder der Stereoanlage trainierst. Denn joggen. Dann joggen gehst du am Ende noch 30 Minuten schwimmen. Am Ende kannst du dir so etwas Geld verdienen. Trainiere vor dem Fernseher oder der Stereoanlage, jogge und schwimme für 30 Minuten, um etwas Geld zu verdienen. Aha. Okay. In Ordnung. Wer ist das? Dominik, passt es so. Ach, unser Nachbar ist schon so gut im Tauchen. Tief im Inneren der Höhle hat Stella eine Herde Seepferdchen erspäht, die gerade mit dem neuesten Kulttanz beschäftigt waren. Mann, das Ding ist jetzt wirklich überall angekommen. Genau den treffen wir unten, unseren alten Nachbarn, ne? Dominik, passt sich so. Das war doch klar, ne? Wo bist du denn? Wo ist denn die Höhle? Ach, da. Wir warten sehnsüchtig auf dich. Komm zu uns zurück. Hat in der Höhle eine Luftglocke gefunden. Du hast einen neuen Ausgang aus dem Höhlenzip. Möchtest du heraus? Ja, na klar. Oh, geil. Oh. Geil, betracht das mal so lange. Oh lol. Hallo? Ich will wieder zu ihr. Okay, was machst du? Betrachten, okay, dann betracht das mal. Okay, wo sind wir hier? Ist hier noch jemand? Hallo? Ich möchte wieder runter, Mann. Du betrachtest das jetzt einfach mal alles. Kann man das alles nur betrachten? Dann betrachte doch mal die Schildkröte. Was ist das? Ja genau, fang den Fisch. Fange ihn. Ich suche gerade eine Meerjungfrau, aber mir scheint hier keine zu finden. Ach, nun den. Was ist das? Oh, ein Hai. Danach gehst du bitte. Geh einfach, da ist ein Hai. Geh einfach. Los, geh nach Hause. Ja, Leute. Wir gehen jetzt noch schnell nach Hause. Und dann bedanke ich mich schon mal fürs Zuschauen. Muss in unser Haus. Dann bedanke ich mich mal fürs Zuschauen. Und ja. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Die Sims 3 Inselparadies. Tschüss.